frau präsidentin! ich möchte zwei aspekte zum thema türkei anmerken. in der regel wird über die ethnischen konflikte gesprochen völlig zu recht. da gibt es einiges aufzuarbeiten und einiges zu beklagen. was aber in der regel übersehen wird ist dass es in der türkei auch erhebliche probleme nach wie vor mit gewerkschaftsrechten und arbeitnehmerrechten gibt. die türkische regierung geht nach wie vor unter umständen sogar mit polizeigewalt gegen gewerkschaften vor die sich für ihre mitglieder für arbeitnehmer und arbeitnehmerinnen einsetzen. das ist letztlich noch passiert in dem arbeitskampf der tekelarbeiter. das ist die eine anmerkung die ich zu machen habe. also zu einer demokratischen gesellschaft gehören auch arbeitnehmer und gewerkschaftsrechte. für die ist auch zu streiten. auch dafür steht die eu vor allen dingen wenn sie sich als soziale eu versteht im wort. der zweite aspekt ist privatisierung. die türkei passt sich der eu an auch in der form von privatisierung. die tekelarbeiter im augenblick sind es 12.000 die im ausstand sind haben ihre arbeitsplätze verloren oder drohen sie zu verlieren. sie haben sie mittlerweile verloren infolge von privatisierungen. es sind aber nicht nur die tekelarbeiter in der tabakindustrie es sind auch rund 500.000 leute im tabakanbau in der südosttürkei die ihre arbeitsplätze in den letzten jahren verloren haben mit dem ergebnis dass die türkei von einem der bedeutendsten produzenten und exporteure von tabak mittlerweile zu einem importeur von tabak geworden ist. die mitglieder mit denen ich vor einer woche die möglichkeit gehabt habe in ankara zu sein und mit den tekelarbeitern zu reden wenn es so weitergeht dass infolge von privatisierungen in dem maße arbeitsplätze abgebaut werden und industriezweige zerstört werden sinkt einfach die zustimmung der leute in der türkei zu einem eu beitritt. da stehen wir in der pflicht auch die soziale dimension der eu nach vorne zu tragen. das möchte ich noch einmal anmerken.